sage ich nichts. Okay, und wenn jetzt mehr Kindergärtner hätten und die den Arsch in der Hose hätten und sagen würden, hey, diese politischen Agitationen, die haben in einem Kindergarten nichts zu suchen, in einer Kinderkrippe und in einer Kindergartenausbildung nichts zu suchen, dann hätten wir auch vernünftige Kinder, die dann auch mal sagen würden, hey, das finde ich schön, dass ich eine Kindheit erleben durfte, wo ich noch nicht so geframed worden bin. Aber das gibt es nicht. Wir sind nicht in einer idealen Welt. Und jeder, der da nicht mitmacht und das nicht aufsteht, der macht im Prinzip mit. Der macht sich mitschuld, indem er einfach die... Also im Prinzip erziehst du eine Generation von Menschen, die nichts mehr hinterfragt, die heute... Genau diese Menschen hinterfragen. Moment. Dieser Mann hat doch gerade, der junge Mann hat doch erzählt, er hat eine glückliche Kindheit erlebt, einen tollen Kindergarten. Aber wir reden doch nicht von dir, wir reden von den Kindern, die jetzt in dem Kindergarten leben. Das hängt an den Eltern. Die Damen schon, was sollen denn die denn machen? Meine Kinder sind 15 und 18. Also so, und jetzt nochmal. Diese Eltern, von denen du redest, die haben vielleicht einen Job, den müssen sie machen. Die bringen ihr Kind früh in den Kindergarten oder in die Kinderkrippe. Und dann werden sie um 17 Uhr oder was oder 16.30 Uhr abgeholt von den Eltern. Und in dieser Zeit bist du nicht als Elternteil im Einflussbereich deines Kindes. Das merkt man aber. Man merkt es, genau. Wie dann zu Und was Hause willst du denn dazu gegen tun? Wir haben auch hier einen anderen Kindergarten schicken. Oder wir haben hier einen Mangel an. Die haben jetzt in jeder Schulung und ja auch in jeder Ausbildung. Die verallgemeinern extrem. Es ist nicht alle Einrichtungen, nicht alle Kindergärten. Man hätte vielleicht keinen Mangel an Kindergärtnern oder so, die Ausbildung wenn man von den gescheite Jobs anbieten würde, in welche wo man Richtung? Solidarisch sein, alle Geschlechter. So, aber warum ist das schlimm? Sollen die anderen Kinder dann still in der Ecke weinen? Oder was sollen die machen, wenn es ein Mädchen ist und möchte Jungsklamotten tragen? Oder umgekehrt? Da hat keiner was Moment. Gesagt. Aber sie sagen, sie sollen nicht solidarisch sein. Es wird nur jetzt unheimlich gefördert, das Ganze. Es wird nicht gefördert. Das ist einfach, früher war das Tabu und jetzt ist es nicht mehr Tabu. Das ist die Sache. Das hat nicht mit Förderung. Ihr habt das hoffentlich mitgekriegt, was da jetzt abläuft für die Kampagne. Genderblocker. Das heißt, dein Und was mich aber auch interessiert, was haben all diese anderen Sprüche damit zu tun? Thema. Das ist das Problem, du kannst nicht Corona erklären. Was hat das mit Nord Stream zu tun? Erklären Sie mir Nord Stream 2. Wir stehen für alles da. Wir stehen für alles da, was hier für läuft. Für alles, damit wir Geld zahlen an Russland, das Krieg finanziert. Wir bezahlen nach Russland, wir bezahlen 30 bis 30 immer noch, aber es wird reduziert. Es wird wir reduziert. Sanktionieren uns selber. Es wird reduziert. Wir sind im Wandel, wie Sie gesagt haben. Es wird reduziert. Meine Verwandtschaft in Kiew ist unter Bomben und Sie wollen Nord Stream 2 fokussieren. Das stimmt doch gar nicht. Ich komme aus der Ukraine. Ich komme aus Donetsk. Ja. Mein Cousin ist in Kiew, mein Teil der Familie ist in Kiew. Aber Kiew ist da nicht unter Bomben. Entschuldigung. Also Entschuldigung, haben Sie Nachrichten geschaut? Also ich habe Nachrichten geschaut. Ja, eine Nachricht. Das sind keine Bomben, das sind Raketen. Okay. Aber Bomben ich bin kein Kriegsexperte. Ich habe diese Lieder im Kindergarten nicht gesungen, deswegen bin ich kein Kriegsexperte. Ich bin auch im Sozialismus groß geworden. Also wir brauchen Sie nichts erzählen, was da drüben abläuft. Wir brauchen Sie das nicht erzählen. Ich hoffe, weißt du? Dass so wenig wie möglich Leute diese Einstellung sind, weil das wäre echt fatal für Deutschland. Das wäre echt fatal. Es ist fatal für Deutschland. Es ist fatal, solche Sprüche überhaupt. Ich sage Ihnen auch, wissen Sie auch, was fatal ist? Wenn die USA selber zugibt, wir haben eine geile Nummer jetzt hier, ich weiß nicht, ob es der US-Präsident war, der das jetzt kürzlich gesagt hat, wir haben 55 Milliarden Dollar aufgewendet und jetzt haben wir sozusagen... machen wir sozusagen Europa kaputt und gleichzeitig greifen wir sozusagen damit Russland an. Ne? Wer greift denn da wen an? Ich würde sehr gerne dieses Zitat sehen, woher Sie das haben, ob das ein US-Präsident sowas gesagt hat. Warum denn? US ist natürlich auch nicht ideal. Kein Land ist ideal. Zu sagen, dass wir zu Nord Stream 2, also daher... Was ist denn da so ran so schlimm an Nord Stream 2? Weil das ein Land ist, was Terrorismus betreibt. Und man kann nicht mit Terroristen Geschäfte machen. Ich sag's nochmal, meine Verwandtschaft steht hinter Raketen. Ja, und die sind auch schon gestorben. Ja, keine von uns! Die haben alle was anderes gehabt. Weil sie ja alle kein Corona nicht hier, haben. Nicht hier! Ja. Nein. Richtung! Mit Sicherheit.